Das ist der neue Audi A8, das Flaggschiff der Ingolstädter. Hier sehen wir ihn in seiner Langversion, 5,30 Meter lang, allerdings mit der Basismotorisierung. Da müssen 3 Liter Ottomotor mit 340 PS genügen. Dennoch kostet dieses Auto 97.000 Euro und so wie es hier steht und wie wir es gefahren haben, gar fast 150.000 Euro mit nahezu allen Extras, die man sich so vorstellen kann. Leider ist auch hier wieder der hohe Benzinverbrauch zu bemängeln. Es dürften sich so 12 Liter ergeben auf 100 Kilometer. Wer noch mehr wissen will, liest unseren Fahrtbericht.